Stellt euch vor, euer Krankenhaus schließt, fallen dann eigentlich auch die Ausbildungsplätze weg? Es wird dann ganz konkret jetzt in der aktuellen Phase der Landeskrankenhausplanung, in der wir als Pflegekammer für euch mit am Tisch sitzen. Drei strategische Themen bringen wir für euch damit ein. Das eine ist tatsächlich dieser Aspekt der Ausbildungsplätze, für uns mittel- und langfristig extrem wichtig, dass Auszubildende in der Pflege eben gut ausgebildet werden und in ausreichendem Maß sozusagen nachher zur Verfügung stehen. Das zweite ist der Aspekt der pflegesensitiven Qualitätskriterien, also nicht nur medizinische Fragestellungen, sondern zum Beispiel, dass demenzsensible Kliniken eine Berechtigung haben, am Netz zu bleiben. Und das Dritte, für mich auch sehr, sehr wichtig, ist, dass alle Sektoren mit bedacht werden. Nichts ist für ein Altenheim in der Region schwieriger, als wenn ein Krankenhaus vom Netz geht, weiter gute Anschlussversorgung zu sichern und wenn was passiert, eben auch direkt einen Zugang zu einer Klinik zu haben. Also wir bleiben für euch mit an den Tischen und bearbeiten wirklich ganz konkret die Aspekte mit.